Hallo zusammen und damit heiße ich euch nun endlich mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Ja, um es kurz zu machen, ich habe aktuell wirklich viel um die Ohren und kurz bevor es dann nun endlich wieder losgehen sollte, ist dann auch noch mein Mac kaputt gegangen, sodass sich die Produktion von neuen Videos zukünftig weiter verzögern wird. Aber keine Sorge, es geht dennoch weiter. Ich wollte euch aber jetzt nicht allzu lang weiter warten lassen, weswegen ich euch mit dieser Folge ein kurzes Update gebe. Die verfügbare Zeit zur Recherche für dieses Video war übrigens auch wieder sehr begrenzt, aber keine Sorge, zukünftig geht es weiter, wenn auch etwas verzögert. Nun, in dieser Folge zeigen wir euch einen Zufallsfund, der dann doch größer wurde als zuerst vermutet. Kommt also nun mit auf eine kleine entspannte Runde Urbex hier in Ostdeutschland und den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in den nächsten Minuten. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein verlassenes Wohnhaus. Ursprünglich waren wir schon einmal zu Außendienstzeiten, also vor einigen Jahren hier unterwegs. Verändert hatte sich in dieser Zeit nahezu nichts, außer dass wir mit Anwohnern sprechen konnten, aber dazu gleich mehr. Insgesamt stehen hier gleich 4 Wohnhäuser nebeneinander leer. Ob es einen Eigentümer gibt, können wir nicht beantworten, aber dieser hat selbst wenn, dann nicht die nötigen Mittel, oder aber die Lust und Zeit, um sich um die jeweiligen Liegenschaften zu kümmern. Entsprechend sah es also dort aus, eine Menge Müll, Unrat und einiges mehr. Wir kennen das ja. Wir befinden uns übrigens im Burgenlandkreis und das hier gezeigte Gebäude ist, wie auch seinen Nachbarn, in der Obhut des Denkmalschutzes zu finden. Die Gebäude in diesem Stadtteil entstanden übrigens um 1905 oder bis 1905 und überstanden beide Weltkriege unbeschadet, weswegen es von ortshistorischer Bedeutung und Wichtigkeit ist, dass diese mit putzverzierten Ziegelbauten allesamt im Originalzustand erhalten bleiben. Nicht mehr überall findet man solche Gebäudezeilen, aber auch nicht jede Stadt entging dem Bombenhagel in den 40er Jahren. Nachdem wir die ersten Gebäude in Augenschein nehmen konnten, trafen wir auf eine Nachbarin, die uns ziemlich entspannt ansah, als wäre es normal, in alte leerstehende Wohngebäude einzusteigen. Auf Nachfrage sagte sie uns, dass ständig irgendwelche Leute in den Häusern umherspuken. Zitat: "Solange sie mich in Ruhe lassen und keinen Ärger machen, so lange ist es mir auch egal." Und nach einem kurzen Smalltalk schauten wir uns das letzte Gebäude dann im Anschluss an. Ich habe diese Wohnhaustour, wenn man sie so benennen möchte, in 2 Teile aufgeteilt, es wäre sonst schlichtweg einfach zu lang geworden. Also freut euch auf den 2. Teil, wann ich den hochlade, weiß ich noch nicht, vielleicht ja nächste Woche mal sehen, ich möchte aber nichts versprechen. Deutlich interessante Eindrücke gibt es dann auf jeden Fall, denn es gab noch so einiges Skurriles und sehr Persönliches zu finden, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Bleibt also weiterhin dran, im Anschluss gibt es wie immer noch einige Bilder. Wir hören uns dann die kommenden Tage. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter und bis bald.